Ich habe mich leider sehr spontan dazu entschlossen. Mir wurde gesagt, ich soll nicht direkt vorlesen. Der Text ist ein bisschen älter, weil auch das ganze Spiel ein bisschen älter ist. Ich muss ein bisschen ablesen. Also, es geht um Dark Age of Camelot. Ich verarbeite in dem Text meine Zeit, als ich mich von den Spielen endlich mal getrennt habe. Weil es ist nicht gut fürs Leben, für die Zeit, die man hat. Und man muss da sich irgendwann von trennen. Also, hinzu kommt noch, ich habe eine Zeit lang gespielt und die Gilde, in der ich war, hatte so eine Zeit lang den Ruf, dass wir zu den Pro-Gamern gehören würden. Das war so eine Aussage, die mich immer ein bisschen gestört hat. Darum heißt der Text an sich auch Pro-Gamer. Also, Dark Age of Camelot, Dark Age of Gamelot, Dark Age of 2 Jahre. Es war schon wirklich beeindruckend, was wir mitgemacht haben damals. Zone Crashes, 5 Minuten später lockt man sich trotzdem wieder ein. Unglaublich schlechter Support, wenn man mal ehrlich ist, aber man zahlt, man macht es trotzdem. Wir flamen in den Foren rum, wir benehmen uns wie die Axt im Wald, aber wir spielen jede Menge. Denn wir sind eigentlich Pro-Gamer. Wir sind aber nicht Pro-Gamer im Sinne von Professional, sondern wir sind Pro-Game für das Spiel. Das war alles, um das es geht. Machen uns dabei komplett zum Vollhorst. Keinerlei Privatleben mehr, kein Schlaf, aber auf allen Servern mindestens 3 Max-Level-Characters. Muss sein. Ich persönlich war Heilerin, Stun-Heilerin, aber gut. Jo. Wir kriegen an sich vom Leben insgesamt echt nichts mehr mit. Bundespräsident, boah, keine Ahnung, aber wir wissen, wann irgendwo ein Raid angekündigt ist. Wir kennen die ganzen Top-Charts, wir wissen, wo unsere Position ist. Wir sind halt irgendwie Pro-Game. Der Tag hat 24 Stunden, das sind circa 13 zu wenig. Wenn man nicht gerade Urlaub hat oder irgendwie fauler Student ist, Entschuldigung, wer arbeiten muss, hat da echt ein Problem. Also stehen wir um 7 Uhr morgens auf an einem Samstag, gehen schnell einkaufen, rennen dann einmal durch E-Main durch, kommen 3 Stunden später wieder zum Drachenraid. Es ist alles sehr anstrengend. Wenn man dann arbeiten muss, wird es richtig stressig, weil Mittagspause, schnell mal kurz einloggen, paar Kill-Tasks erledigen, feststellen, dass man seine Rüstung neu färben muss, hinrennen, kommt der Kollege an, 10 Minuten, Teambesprechung, scheiße, du kaufst die falsche Farbe und stehst dann wie so ein Depp in deiner goldfarbenen Kettenuniform da und denkst dir so, ich muss jetzt ausloggen und jeder kann mich sehen. Das ist richtig kacke. Aber gut, muss man durch. Auf dem Heimweg wird die Pizza bestellt, die dann pünktlich da ist, 5 Minuten, nachdem er zur Tür reingekommen ist. Es gibt eine kurze Diskussion, wer den Kaffee macht. Rechner an, Restwelt weg. Jo, aber muss man durch. Was man dann auch noch gemacht hat, während man eigentlich heftig am Arbeiten war, dass man nebenbei irgendwie mal wieder seine diversen Skillungen durchprobiert hat, sich die ausdruckt, im Büro liegen lässt, nach Hause kommt, trotzdem komplett anders macht. Kostet ja nichts, außer Zeit und jede Menge Geld. Aber das ist die Sache mit dem Pro-Game-Sein. Und wir sind zusätzlich unglaublich treue kleine Idioten. Wir sitzen nachts um 2 da, schauen zu, wie der Server runterfährt für das Update, loggen uns um 2.13 Uhr wieder ein, um 14, 15, im 2-Minuten-Takt. Wir wissen genau, dass es länger dauert, aber egal, man versucht das, ständig. Man schickt sich auch nachts einfach mal ein SMS, weil irgendwie ein Keep-Raid verteidigt werden muss. Dann steht man halt nochmal auf, kein Ding. Sonntag, 5 Uhr morgens aufstehen, wegen Raid, klar. Egal, Kaffee hilft. Schlaf ist total überbewertet an sich. Dann überlegt man sich irgendwann, ob man sich noch einen Zweitrechner zulegt, um mit dem anderen Charakter auf dem anderen Server vielleicht noch seine Skills ein bisschen im Handwerken hochtreibt, während man nebenbei einfach nur bei dem Raid mitläuft, weil dann kann man so lange auf dem das Nähen endlich mal hochtreiben. Das wäre ganz hilfreich. Macht man dann auch, indem man sich einen Rechner von jemandem leiht. Für immer. Ansonsten habe ich immerhin was daraus gelernt. Nie wieder eine Support-Klasse, wenn dein eigener Freund auf dem gleichen Server, im gleichen Realm spielt und einen verdammten Tane spielt. Weil das läuft nämlich so, nach dem Prinzip, ich als Heilerin, Crowd-Control, prima. Kommt der scheißblöde Donnerkrieger an, denkt sich, ich habe da diesen tollen blauen Hammer, der blitzt so schön, wenn ich den einfach reinfetze, das sieht schick aus, bricht sämtliche Spells. Das war's dann mit den stillstehenden Gegnern, die sich dann denken, jo, Tane, super blöd, killt die Heilerin. Die Heilerin steht dann da und denkt sich, wieso mache ich Crowd-Control, wenn du dann immer deinen Schwachsinn machst? Ja, ich wollte halt auch mal, weil es ist halt irgendwie schon ganz cool. Du weißt, dass das Ganze hier einen Plan hat, wie wir vorgehen. Ja, ich nehme dich nicht mehr mit in die Raids. Hey, immer du einer scheiß Pro-Gaming immer. Ist
blöd, kann man sich ein bisschen drüber streiten, aber kann mal passieren. Und das Privatleben leidet. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie gesagt hätte, wenn du nochmal meine Messes brichst, gibt es keinen Sex heute Abend, sondern einfach, weil man keine Zeit hat für solche Sachen. Es ist ein Problem, weil irgendwie, es ist dann nachts drei, dann meint der Freund so, ich gehe dann mal langsam ins Bett. Jo, ich komme gleich, ich habe noch kurz Gildentreffen. Es ist drei nachts. Ja, ja, das dauert bestimmt überhaupt nicht lange. Geh schon mal, ich bin gleich da. Wollen wir vielleicht das Bett doch ins Wohnzimmer stellen oder die Schlafcouch verwenden? Nee, das wird dann so eng, dann kommt man an den einen Rechner nicht mehr an und wenn, dann eher den Kühlschrank oder die Kaffeemaschine. Gut, dann kommt tatsächlich der Vorschlag, du, doch mal wieder Sex, irgendwie, so bei Gelegenheit. An sich total gern, aber morgen um 8 ist bei uns auf dem Dingens ist wieder ein Rerate dran und wir müssen unbedingt, weil die 3 Keeps brauchen wir wegen den Rellenpunkten und so und Prioritäten. Sorry, aber ein andermal echt voll gerne. ja, na okay. Kann ich mit? Nee, weil du spielst immer so scheiße, wenn wir ordentlich auf Crowd Control achten. gehst wieder mit deiner Stammgruppe los? Ja. Da fällt doch bestimmt irgendeine aus. Wir haben einen Ersatz für unsere Stammgruppen. Das steckt ein Plan dahinter. das ist schon so ein bisschen arrogant irgendwie. Das ist dir schon klar, oder? Das ist nicht arrogant, das hat einfach, es geht hier, wir sind momentan auf Platz 1 von den Rillencharts in den Gilden und da wollen wir noch eine Weile bleiben. Wenn wir dich mitnehmen, macht das unsere Statistik kaputt. Das ist, ach, scheiße, du bist blöd, ich geh jetzt ins Bett. Ja, schlaf gut. es endete dann damit, dass es mir mitgeteilt wurde, Sex die nächsten 2 Wochen kann ich vergessen. Was nicht schlimm war, weil es gab einen Drachengrade, einen Relic-Grade und wir wollten unbedingt bei dem anderen Drachen noch eine neue Strategie testen. Wir streiten uns da auch nicht drüber eigentlich. Wir haben eigentlich eine sehr gut funktionierende Beziehung gehabt, die halt insgesamt sehr pro-game eingestellt war. Dankeschön.